Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es bei mir das 16. Türchen vom BookTube Adventskalender. Und ja, ich freue mich total auf das Video, denn heute zeige ich euch meine Weihnachtswunschliste. Natürlich nur ein Auszug davon. Es ist eigentlich meine Bücherwunschliste, sagen wir mal so. Die meisten davon werde ich mir wahrscheinlich auch selbst erfüllen, denn ich wünsche mir meistens keine Bücher. Ich wünsche mir meistens immer Gutscheine, weil ich immer Angst habe, dass dann irgendwie ja verkehrte Bücher geholt werden und so und oder falsche Ausgaben, wisst ihr. Das fände ich zwar auch nicht schlimm, weil es zählt ja im Endeffekt der schöne Gedanke, aber meistens ja kriege ich sowieso Gutscheine geschenkt und ja, ich hole mir dann davon Bücher und deswegen zeige ich euch jetzt meine Wunschliste und ja, das sind dann wahrscheinlich die Bücher, die ihr im nächsten Neuzugänge-Video sehen werdet. Juhu! Genau, manche Bücher davon sind tatsächlich auch noch gar nicht erschienen, aber manche auch schon. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Als allererstes, was ich mir wünsche, weil ich ihn so wunderschön finde, ist der Grischa-Schuber. Ja, oh, ich finde ihn so, so hübsch. Ich bin schon ein paar Mal da drumherum geschwänzelt und ich habe ihn mir schon ein paar Mal angeguckt, weil ich ihn so, so schön finde. Sowohl von außen als auch, wenn man die Bücher da rausholt. Ja, also ich habe ja hier dieses alte Grischa-Buch, bei dem bin ich am Überlegen, ob ich es aussortiere, wenn ich dann den Schuber habe, weil der Schuber einfach viel, viel schöner ist und ich wollte diese Reihe schon so ewig lange lesen. Und dann, wenn ich so schöne Ausgaben habe, habe ich einen Grund mehr dafür. Ich blende euch natürlich hier alle Bücher ein, weil ich euch sie ja nicht zeigen kann, ich habe sie ja noch nicht. Und ja, den Grischa-Schuber finde ich wirklich wunderschön. Grischa hat, ich glaube, schon so gut wie jeder Mensch gelesen. Außer mir. Aber das macht nichts. Dann wünsche ich mir Size Band 2 und Band 3. Da gibt es allerdings ein kleines Problemchen. Nämlich, die haben ja jetzt neue Cover bekommen. Und der dritte Band, den gibt es ja jetzt in der ersten Ausgabe mit diesem Wendecover. Aber Band 2, ja, den kann man, glaube ich, nur noch teilweise im Internet kaufen mit diesem Cover von Band 2 halt. Also ich habe meine, diese glänzenden Cover, die habe ich noch. Das sind die alten, davon habe ich den ersten Teil halt. Und ich möchte mir den ersten Teil jetzt nicht neu kaufen, nur damit ich die neuen Cover habe, obwohl ich die neuen Cover echt schön finde. Ich finde sie fast sogar noch schöner. Aber ja, Band 2 und Band 3 von Size sind auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Die möchte ich mir auf jeden Fall holen, weil ja, ich wie gesagt die alte Ausgabe habe und ja, wie gesagt, ich möchte mir halt nicht Band 1 neu holen, nur damit ich die Bücher alle in der neuen Ausgabe. Deswegen will ich mir Band 2 und Band 3 in der alten Ausgabe holen. Also Band 3 dann mit diesem Wendecover. Ja, das muss ich dann ganz bald tun, weil ich habe Angst, dass diese erste Auflage ganz schnell weg sein wird wegen diesem Wendecover. Und ja, die wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich habe ja Size 1 damals gelesen und ich mochte es sehr, sehr gerne. Der Schreibstil ist zwar etwas anspruchsvoller, aber die Geschichte, die war einfach richtig krass und sie war auch irgendwie grausam, aber sie war gut und ich mochte die Geschichte und ich möchte unbedingt weiterlesen und ja, ich bin froh, dass ich die Reihe dann so in einem Rutsch weglesen kann. Ich werde vielleicht Band 1 nochmal hören, damit ich das nochmal alles so auffrischen kann. Ich weiß zwar noch, was passiert ist und ich weiß auch, was am Ende passiert ist, aber so alles habe ich nicht mehr ganz präsent im Kopf, aber ja, so im Grundzug weiß ich, das ist schon echt gut und das weiß ich nicht bei vielen Büchern. Dann wünsche ich mir Kissed von Jennifer Hale Armstrong. Ja, es hört sich so gut an. Es ist ein Spin-off zu dieser Wicked-Reihe. Und ja, es geht um den dunklen Prinzen. Und ich finde, der Klappentext hört sich so, so gut an von Kissed. Ich habe Wicked gelesen. Ich mochte es. Es ist zwar nicht ihr stärkstes Buch, also nicht Jennifer Hale Armstrongs stärkstes Buch, aber es ist keineswegs schlecht. Ich meine, ich glaube, die Frau, die kann gar nicht schlecht schreiben. Und ja, ich musste auf jeden Fall auch weiterlesen. Also ich möchte die Reihe natürlich erstmal beenden, bevor ich Kissed lese. Aber ich möchte es schon haben. Ich finde, erstens, es sieht super, super hübsch aus. Und zweitens, finde ich, klingt der Klappentext einfach so gut. Und das erscheint am 9. Januar. Also nicht mehr allzu lange hin. Ach, 9. Januar, was rede ich denn da? 9. Dezember meine ich natürlich. Und ja, ich freue mich da riesig drauf. Ich möchte es unbedingt haben. Es klingt so, so gut. Und ja, schreibt mir gerne mal, ob ihr die Wicked-Reihe kennt und wie sie euch gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall sehr weiterzulesen. Ich muss jetzt bald mal Band 2 und Band 3 lesen. Aber auch da kann ich in einem Rutsch durchlesen. Ja, ich nutze das immer als Ausrede, dass ich noch nicht weitergelesen habe.
Dann kommt auf jeden Fall auf meine Watchliste Boston Nights von Samantha Young. Wenn ihr mich schon länger guckt, dann wisst ihr, dass ich Samantha Young liebe. Ich liebe ihre Edinburgh Love Story Reihe und ich habe, glaube ich, Hero und noch irgendwas von ihr gelesen. Ich mochte alle Bücher richtig, richtig gerne. Sie ist einfach eine super tolle New Adult Autorin und Boston Nights sieht erstmal wunderschön aus. Und es klingt dazu dann auch noch so gut. Es geht, meine ich, um Ava. Und Ava begegnet am Flughafen einem richtig arroganten Kerl, der sie über den Haufen rennt und dann anschließend im Flugzeug auch noch neben ihr sitzt. Und ja, sie findet ihn natürlich ätzend, aber irgendwie kommt es dann so, dass die beiden ein One-Night-Stand haben und er schlägt ihr dann vor, eine lockere Affäre zu beginnen und das findet sie gar nicht gut. Sie lässt ihn abblitzen. Ja, und dann irgendwann, beziehungsweise sie denkt dann aber trotzdem die ganze Zeit über diesen One-Night-Stand nach und denkt sich so, ja, okay, komm, warum soll ich nicht so eine lockere Affäre beginnen, ein bisschen Spaß haben, trudelidu, das wird cool und ja, ich denke mal, die beiden werden sich verlieben. Ich hoffe, es ist ganz schwer für die Autorin und ich freue mich so auf das Buch. Es ist wunderschön und ich hoffe, es wird von innen genauso wunderschön sein, aber ich habe da eigentlich gar keine Zweifel, denn die Autorin ist einfach super. Dann habe ich auf meiner Wunschliste Die letzte Königin Band 2. Ich habe ja Band 1 gelesen, aus dem Lux Verlag übrigens. Und das habe ich als Rezi-Exemplar bekommen. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Und ich möchte schon gerne lesen, weiterlesen, weil es mich schon interessiert, wie es da so weitergeht. Also es war jetzt nicht eins der besten Fantasy-Bücher, die ich ever gelesen habe. Aber es war definitiv gut. So gut, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und ja, deswegen ist dieses Buch auch auf meine Wunschliste gelandet. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Liest es. Ich werde euch unten meine Rezension zu Band 1 verlinken. Da könnt ihr super gerne mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Ist auf jeden Fall eine coole Fantasy-Geschichte. Und ich mochte sie echt gerne. Und ich mag allgemein die Fantasy-Geschichten aus dem Lux Verlag auch wirklich sehr, sehr gerne. Obwohl Lux Verlag ja gar nicht so oft Fantasy rausbringt. Fand ich aber sehr, sehr gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Dann steht auf meiner Wunschliste Rückkehr der Engel. Ich wollte die Bücher schon damals haben, beziehungsweise ich wollte Band 1 schon damals haben, als es im Hardcover rausgekommen ist. Aber wie es so ist, habe ich natürlich ganz viele andere Bücher, die ich auch haben wollte. Und die hatten dann irgendwie den Vortritt, wenn man das so sagen kann. Und jetzt gibt es die Bücher ja im Taschenbuch, beziehungsweise eine Broschüre ist es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die beim Piper Verlag erschienen ist und die möchte ich auf jeden Fall haben. Es ist ja so eine Engelsgeschichte in Venedig, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob es das war. Doch, das war's. Von Mara Wolf und ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe schon sehr viel Gutes gehört und habe einfach Lust auf so eine Geschichte. Vor allem Venedig, das stelle ich mir echt cool vor, da mit Engeln, die vielleicht dann auch nicht ganz so lieb sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, dieses Buch wird bei mir einziehen, aber ich denke schon. Ich denke schon doch. Ich werde es mir bestimmt holen. Ich bin nämlich auch da schon ein paar Mal drumherum gegangen und habe mir so gedacht, oh, willst du es mitnehmen, willst du es mitnehmen, willst du es mitnehmen oder nimmst du es doch nicht mit oder ja, was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe es bis jetzt noch nicht mitgenommen, aber deswegen ist es auch auf meine Wunschliste gesammelt. Gelandet. Und ja, meine Wunschliste ist eigentlich schon ziemlich gemischt. Fantasy, New Adult hatten wir bis jetzt. Schon wieder Fantasy. Ich lese momentan so gerne Fantasy, sag ich euch. Ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder einfach daran, dass ich momentan viele gemeinsame Bücher, also gemeinsam lese mit anderen, die im Bereich Fantasy sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein nächstes Buch ist, ich denke, ein Jugendbuch und zwar von Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ihr wisst, ich mag Anne Freitag sehr, sehr gerne. Ich mag ihre Bücher und ich habe dieses Buch irgendwie nie gekauft und gelesen, was eigentlich gar keinen speziellen Grund hatte, sondern wahrscheinlich so wieder wie gerade. Es gab so viele andere Bücher, die dann irgendwie vorher gekauft wurden oder die ich gelesen habe oder was auch immer. Aber ich gehe auch um dieses Buch so oft rumherum und dann denke ich mir so, nein, das ist ein Hardcover, es kostet mehr, lass es. Und dann will ich es wieder kaufen, dann habe ich es in der Hand, dann sehe ich aber wieder was anderes und kaufe dann das andere. Aber ich möchte es unbedingt lesen, weil ich, wie gesagt, Anne Freitags Bücher bis jetzt, die ich gelesen habe, alles sehr gerne mochte und auf jeden Fall auch dieses in meinem Regal stehen haben möchte. Und ja, ich freue mich drauf, wenn es endlich soweit ist. Dann steht auf meiner Wunschliste ein Buch, was erst Ende Dezember erscheint. Ich glaube am 20., 22. irgendwie so. Und zwar Mr. Romance von Lisa Raven. Die hat ja auch geschrieben, wie
heißt das? Dein Herz gehört mir oder so? Das mit den Schauspielern, dieses wunderschöne Goldene. Das hat sie ja auch geschrieben. Und ich lese euch hier mal den Klappentext vor, weil den habe ich hier gerade vorliegen. Und ich finde, das klingt einfach so cool. Und zwar, Max Riley ist Mr. Romance. Der gefragteste, lesen muss gelernt sein, Escort von New York. Ob dominanter CEO oder Bad Boy mit einem Herzen aus Gold. Für das entsprechende Kleingeld kann er jeden Wunsch erfüllen, nur seine Identität hält er streng geheim. Journalistin Eden Tate will hinter sein Geheimnis kommen und lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein. Drei Dates. Hat sie sich danach nicht in Max verliebt, bekommt sie seine Geschichte. Wenn doch, ist ihre Karriere für immer beendet. Und es hört sich so gut an, weil sie wird sich natürlich in ihn verlieben. Ich bitte euch, ne? Ich finde, es hört sich super gut an. Ich hoffe, es ist auch so gut. Wie gesagt, dein Herz gehört mir, fand ich ja auch schon so gut. Und als ich gesehen habe, dass dieses Buch beim Lux Verlag rauskommt, ja, da konnte ich natürlich nicht anders als auf meine Wunschliste setzen. Ich bitte euch, Lux Verlag, die sind ja eh immer echt böse zu mir. Also, ne, Lux Verlag, der zerstört mich echt. Die bringen auch nächstes Jahr wieder so gute Bücher raus. Das kann man echt keinem erzählen. Aber die Bücher sind auch meistens gut. Also ich liebe sie auf jeden Fall. Naja, gut. Dann ein Buch, das habe ich auf der Buchmesse tatsächlich nicht mehr bekommen, weil es, glaube ich, schon weg war. Oder habe ich es, nee, war das das Buch? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Weightless Heart von Tine Nell. Die hat ja auch bei diesem Piper Schreibwettbewerb mitgemacht, wenn ich mich nicht irre, und gewonnen. Oh Gott, ich bin so uninformiert. Auf jeden Fall geht es da um so eine... Ja, das ist so eine Sport-Romance-Geschichte mit einem Schwimmlehrer. Ja, genau. Es geht um Schwimmen. Es ist diesmal kein Football oder irgendwas dergleichen. Aber ich folge Tine Nell ja auf Instagram. Und ja, sie hat immer so schöne Zitatsprüche und das mag ich. Das ist schon immer so ein bisschen so poetisch angehaucht und es klingt so gut. Und ja, ich mag diese Sprüche echt gerne und hoffe natürlich, dass dementsprechend auch das Buch mir super gut gefallen wird. Weil ich habe auch von dem Buch schon echt viel Gutes gehört und möchte es auch demnach unbedingt lesen. Und ich habe es nur bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es das war, was es bei... auf der Buchmesse nicht mehr gab. War es das, wo sie gesagt haben, sie haben es nicht mehr? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob es das war, weil da war noch ein anderes aus dem Piper Verlag, was ich unbedingt haben wollte. Bin mir jetzt gerade aber gar nicht mehr sicher. Aber gut, dieses Buch steht auf jeden Fall auf meiner Wunsch. Und ja, das war es jetzt leider mit meinem Video. Eigentlich hatte ich noch ein 10. Buch, aber das habe ich gerade hier von meinen Notizen wegge... Ich habe es weggeklickt und ich weiß nicht mehr, was ich da stehen hatte. Sowas kann nur mir passieren, ich sage es euch. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich da stehen hatte. Aber egal, da müsst ihr euch halt mit neuen Büchern zufrieden geben. Das sind meine neuen Bücher, die auf jeden Fall auf meiner Wunschliste stehen und die ich mir eigentlich diesen Monat, beziehungsweise so nach Weihnachten, vielleicht auch im Januar, mal schauen, je nachdem, wie sich das so ergibt, auf jeden Fall holen möchte. Und ja, ich freue mich sehr auf die ganzen Bücher. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eins davon schon gelesen habt oder... ja, noch nicht. Und genau, da würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder und schaut auf jeden Fall bei den anderen Türchen des BookTube Adventskalenders nach. Und da verstecken sich auch ein paar ganz tolle Videos und ja, ganz tolle Bücher, die es zu entdecken gibt, noch so vor Weihnachten. Vielleicht ist da noch das ein oder andere Buch auch für eure Wunschliste dabei. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!